Grüß euch und herzlich willkommen Backen mit Claudia zu meinem dritten Video. Und heute machen wir eine Apfelsahnetorte. Und das Besondere an der Apfelsahnetorte finden wir, ist der Zusammending von den ganzen Zutaten, die harmonisieren so. Von ganz mit den Mandeln im Biskuit über die Äpfelsahne und am Schluss Zimt und Zucker. Und das gemeinsam ist einfach so gewaltig. Sagen wir mit dem Biskuit an. Wir brauchen mal 6 Eier getrennt, 6 Esslöffel lauwarmes Wasser, eine Prise Salz, 180 Zucker, 40 Stärke, 80 Mehl und 100 Gramm Mandeln. Wenn man jetzt sagt, Mandeln will man nicht, dann kann man das mit Haselnüsse ersetzen. Wenn man jetzt sagt, nein, weder noch, nachher einfach ein Drittel mehr Mehl. Aber die Zutaten schreibe ich nachher noch in die Info genau. Dann starten wir mal. Dann tun wir mal, ich mache das zeitgleich. Mit der Küchenmaschine machen wir jetzt einmal ein Eischnee. Schauen wir mal, dass wir das schneller einbringen. Passt. Und mache aber zeitgleich schon die Dottermasse. Das heißt 6 Dotter. Dann die 6 Esslöffel lauwarmes Wasser und die 180 Zucker. Und beides jetzt ungefähr 5 Minuten schlagen. Also starten wir da mal. Ich mache jetzt zeitgleich. Ich sage ungefähr 5 Minuten. So, ich werde jetzt ungefähr 5 Minuten schlagen. Und ich habe vergessen, die Prise Salz gehört zur Dottermasse dazu. Nein, ich habe vergessen sonst. So. Dann kommt das Mehl und die Stärke hineinziehen. Sonst kriegt man Klumpen, also ist echt immer ganz wichtig, dass man das reinsiebt. So. Und dann tun wir einen Teil vom Eischnee dazu. Nochmal einen Teil. Und das vorsichtig unterheben, weil wir wollen uns ja nicht die Luft ausschlagen wieder. So, dann machen wir den restlichen Eischnee und dann alles vorsichtig unterheben. Und am Schluss nachher noch die Mandeln, die geriebenen. Ich mache durchsichtige Schüsseln, dann sieht man es besser. Wie gesagt, ganz vorsichtig. Lieber braucht man ein bisschen länger, aber die Luft ist noch drin. So. Und dann am Schluss jetzt noch die Mandeln. Und nachher nehme ich immer gerne so na, das ist besser. Genau, dann kann man das noch ganz schön unterheben. Weil oft ist am Boden nachher nur unten die Nüsse oder das Mehl und so kann man das echt so. Dann habe ich mir da jetzt einen Springfond, ein 26er, mit Backpapier ausgelegt. Also beim Rand braucht man nichts machen, jetzt Butter oder Mehl, nur Backpapier am Boden. So.
Okay. Und dann einfach schön glatt streichen. Dann kannst du mal ein bisschen auf dem Rand laufen. Weil nachher backt es irgendwie ebenmäßiger. Habe ich die Erfahrung gemacht. So, den Rest so. Man kann einmal so tun, aber nicht zu oft, ist die Luft auch wieder raus. So, ein Deckchen wird jetzt im Backofen. Entweder Ober- und Unterhitze 180. Man kann eine Heißluft 160 nehmen, ungefähr 25 Minuten. Aber da jeder Ofen ja anders ist, am besten nach 20 Minuten eine Stäbchenprobe machen. So, ein mittleres Fach am besten und los geht's! So, mein Biskuit war jetzt 25 Minuten. Backofen. Trotzdem immer noch einmal Stäbchenprobe. Geht am besten einfach so. Zusammenstochen. Passt. Und jetzt einfach in der Form so 20 Minuten abkühlen lassen. Ich habe das Biskuit jetzt 20 Minuten ungefähr so in der Form abkühlen lassen und löse es jetzt mit einem scharfen Messer. Einfach vorsichtig rein und einfach die Runde fahren. Und jetzt vorsichtig. Perfekt. Und dann stoße ich es jetzt einfach so. Gitter. So. Dann vorsichtig das Backpapier. Aufziehen. Genau. Nachher können wir jetzt entweder das wieder drüber tun und einfach mit einem Saubergeschirr durch zudecken und einfach abkühlen lassen. Soll es jetzt ein bisschen schneller gehen, so wie ich, werde jetzt einfach ungefähr eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellen. Ja, und dann gehen wir weiter. Der Biskuit jetzt abkühlt, kümmern wir uns dabei um die Apfelfülle. Und zwar brauchen wir da 500 ml Apfelsaft. Da kann man ruhig jetzt eigentlich besser nehmen, der wo mehr Anteil ist. Ich habe jetzt leider den ein bisschen leichteren, aber der passt da. 2 Esslöffel Zucker, ein Backtel Vanille. Puddingpulver und 4 Äpfel, die sind schon gewaschen, die tue ich jetzt schälen, den kann ich in kleine Stücke schneiden. Ja. Also ich habe es jetzt so ein bisschen gröber geschnitten, wenn man es jetzt lieber zum Beispiel jetzt so grob püriert will oder überhaupt püriert, schmeckt auch total gut, dann braucht man aber 1,5 Backtel von dem Pudding, Vanillepuddingpulver. Schon so eben reicht dann eins. So. Dann habe ich da einen Saft von einer Zitrone. Das nehmen wir dabei drüber, damit die Äpfel eben nicht braun werden in der Zeit, bis wir jetzt den Pudding gekocht haben. So. So. Okay. So, dann tun wir uns da ein bisschen was in das Puddingpulver und den Rest leeren wir uns in den Topf und können das dann schon einmal einschalten. So. Das jetzt, wie man es eh kennt, bei einem Vanillepudding zu einem glatten Teig oder Masse. Dann habe ich noch 2 Esslöffel Zucker. Dann können wir uns das schon zum Apfelsaft dazu reintun. So, und mit dem kleinen Stäbchen verrühren. Und jetzt einfach dabei bleiben, oder? Es kann jetzt eine Zeit dauern, aber es geht dann brutal schnell. Also lieber dabei bleiben und rühren, bis es nachher dem so kompakte Masse wird. So, es hat jetzt ungefähr 5 Minuten gedauert. Jetzt sieht man schon, dass das eben so dick wird.
Noch auf Oma einen schönen Herd abschalten. So. So. Hoppala, nicht daneben schmeißen. So, so das alles gut mischen. Und das Ganze noch ungefähr 10 Minuten ein bisschen abkühlen lassen. Ich habe jetzt eine halbe Stunde im Kühlschrank gehabt, das passt leider ganz gut. Dann ist jetzt so, also, wenn jetzt jemand sagt, der Biskuit ist ihm zu hoch, dann kann man ganz gut halbieren und entweder die Hälfte in einen sauberen Sack und einfrieren, dann hat man nicht mehr schon ein Biskuit. Oder so wie jetzt in unserem Fall, unser Sohn mag es gerne mit Marillenmarmelade, deswegen wird da die Hälfte nicht eingefroren. Vom letzten Mal noch. So, ha? Ja. Also es geht mit dem Messer auch, wer sich drüber traut. Ich kann es mit dem Messer nicht da. Weil nachher wird es bestimmt nicht gerade. So. Das geht nachher die Hälfte vom Spatz. So. Gibt es dann gleich auf den Teller, wo der Kuchen dann auch oben bleibt? So. Wir haben erstmal Toten rein. So. Passt. Und verteile jetzt die Apfelmasse. Ich gebe es jetzt so noch mal kurz in den Kühlschrank und mache dann die Sahne. Weil es doch noch ein bisschen warm ist. Also man kann die Apfelmasse auch ein bisschen länger abkühlen. In der Zwischenzeit habe ich jetzt 300 ml Sahne mit einem Backtel Vanillezucker und einem Backtel Sahne steif geschlagen. Die Torte habe ich jetzt 20 Minuten am Eisstand gelassen, weil es war fast noch zu warm. Also man kann die Masse eigentlich, man sich mehr Zeit lassen, die Masse vielleicht länger abkühlen lassen. So. Und dann schön verteilen. Und am besten nachher für 4 Stunden im Kühlschrank. Noch besser war einfach über Nacht. Also, wir lassen unsere Apfelsahnetorte jetzt über Nacht im Kühlschrank. Und ist man sowieso auf der sicheren Seite. Okay. Gut. Dazu lecken. Und wie gesagt, 4 Stunden oder über Nacht. Wir lassen sie über Nacht in den Eisschrank. Nachher wünsche ich euch einen schönen Abend und bis morgen, eure Claudia. So, meine Apfelsahnetorte war jetzt über Nacht im Kühlschrank.
Und das löst man sich aber mit einem Messer von der Form. Ganz gut geht natürlich auch so ein Totenringmesser, aber es geht mit einem Schaufelmesser eigentlich auch ganz gut. Einfach so einmal die Runde fahren. Genau, geht dann auch nicht mehr. So. Okay. Ja. Und jetzt mit ein bisschen Zimt und Zucker bestreuen. Also wenn man jetzt Zimt kein mag, dann kann man es auch weglassen. Man kann auch jetzt ein bisschen Backkakao nehmen, aber mir mögen jetzt Zimt eigentlich ganz gerne. Überhaupt mit den Äpfeln passt das total super zusammen. Also mir mögen Zimt sehr gerne. Musik. So, wenn wir es hier mal anschneiden. Hoppala. Ganz ein großes Stück. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und es war ein bisschen hilfreich und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Claudia.